Und freut euch, heute Abend kommen zwei Videos. Ich musste noch mal ein Video drehen wegen den ganzen Kommentaren, weil ich gemerkt habe, so viele haben überhaupt kein finanzielles Verständnis. Deswegen musste ich erstmal die Basics jetzt noch mal und das beantworten, weil ich die Kommentare vom letzten Video ausgestellt habe, weil ich wusste, alle werden falsch kommentieren. Es geht um Steuern, Steuern zahlen, dann geht es um diesen Drehfehler, habe ich gestern gesagt und so. Und da, es geht um die finanzielle Intelligenz in dem Video und jeder von euch verschenkt in seiner Lebenszeit Millionen an Euro. So, und das besprechen wir. Ihr könntet alle Millionen auf dem Konto haben. Das besprechen wir genau in dem Video. Es geht um finanzielle Intelligenz. Ein sehr, sehr wichtiges Video. Das kommt heute Abend als erstes. Und danach kommt, wo ist der Bitcoin-Preis in 17 Tagen und warum genau? Und was ist im Markt neu? Was mit JP Morgan und so weiter? Morgan Stanley. Sehr, sehr wichtig. Danke für deine Videos und lass dich nicht ärgern von den Zombies. Also die Zombies können mich nicht wirklich ärgern. Mein Ziel ist es nur immer, dass jeder das versteht. Ich denke mal so, ey, wenn jemand alleine mit einer Maske im Auto sitzt, ich denke mal so, ey, den muss man doch aufwecken können. Wie findest du Polygon? Ich bin auch in Polygon investiert. Auch nicht so wenig, also schon ein bisschen mehr. Finde ich sehr, sehr geil. Das Projekt hat sich jetzt verdoppelt in, ich glaube, einer Woche. Also richtig geil. Und ja, seit ich die Position drin habe, schon verdreifacht oder so. Also alles, was hilft, diese verrückten Gas-Fees von Ethereum zu lösen, ist gut, gerade. Und ich denke aber auch, dass Chainlink als nächstes kommen wird. Die waren jetzt sehr lange so, wird auch bald abgehen und so. Also, gutes Projekt. Warum zeige ich meine Familie nicht? Ganz einfach, wegen dem Time Horizon, also Zeithorizont. Alles, was ich mache, mit allem, was ich mache, denke ich immer Jahre voraus. Der Unterschied zwischen nicht erfolgreichen Menschen, die denken vielleicht gerade bis Freitag, das war's. Und sehr, sehr erfolgreiche Menschen müssen sehr viel weit in die Zukunft denken. So bei Amazon, ich hatte das Beispiel schon mal. Amazon, da hatte Bezos vor, okay, ich mache es jetzt folgendermaßen. Ich lasse auch authentische Bewertungen zu jedem Produkt zu. Und dann schreiben die Leute rein, ey, voller Scheißprodukt, hat zu lange gedauert und so weiter und so fort. Und alle sagen, ey, bist du wahnsinnig. Dann geht der Aktienkurs sofort in den Keller. Hat er gesagt, ja, wenn ich mich auf ein Jahr beziehe, habt ihr recht. Aber ich sehe es auf die Zukunft. So, was ist passiert? Der Aktienmarkt ist eingebrochen. Die Leute haben aber gemerkt, ey krass, das ist authentisch. Ich kann auch meinen Bericht da reinschreiben und ich werde nicht verarscht. So, hey, alles top, wenn man das selber auf der Seite kontrolliert. Und dann, nach dem Dip, haben sie alle hinter sich gelassen. Weil er langfristig gedacht hat. Und das ist das Wichtigste. So, wenn ich langfristig denke, ey, vielleicht habe ich irgendwann 5 Millionen Follower, will ich dann, dass meine Familie überall zu sehen ist. Die Immobilienpreise sind in Dubai zurzeit richtig günstig, also das stimmt. Vor 3 Jahren war es noch doppelt so teuer. Wann werde ich kaufen? Erst wenn der Bullmarkt vorbei ist und wenn ich Gewinne realisiere. Vorher macht es überhaupt gar keinen Sinn, so viel Geld zu verlieren. Was soll ich sagen, meine Freunde? Arthrose. Ich sage euch alles, was ich mache. Grad 4 auf der linken Seite. Ihr seht, wie viel Sport ich mache. Boxen, bewegen, von nicht mehr gehen können zu jetzt. Was soll ich noch sagen? Müdigkeit trotz Schlaf. Was kann sein? Kann Eisenmangel sein? Kann Vitamin D-Mangel sein? Kann alles sein. Kann Übersäuerung sein? Kann zu viel Giftstoffe sein? Kann schlechter Stoffwechsel? Kann eine Gluten-Tapete sein? Können andere Mängel sein? Ich kriege diese Nachrichten immer und immer 100%, wenn ich zurückfahre, bist du im Maximumprinzip, kommt ein Nein. Unter 20 Euro im Monat investieren für die Gesundheit ist zu viel. Für fast alle. Was soll ich sagen, Geist, alles erklären. Was halte ich von VeChain? Also VeChain wird ein absolutes Monster. Arbeiten schon mit Louis Vuitton, mit verschiedenen Autohäusern zusammen. Wir werden uns in Zukunft nicht mehr vorstellen können, dass das, was wir haben, egal ob Handtuch oder egal was, dass wir nicht wissen, wo das herkommt. Also das ist praktisch Qualitätssicherung für alle Güter auf der Welt. Der Use Case ist unfassbar. Also VeChain kann jetzt von 20 Cent auf mehrere Dollar locker kommen. Locker. Das wird die Afrika-Konferenz auslösen, also es geht um Cardano. Und ich denke, je nachdem, was das für Neuigkeiten sein werden, heute im Video kommt auch was dazu,
wird es, glaube ich, einen extremen Push geben für Cardano. Also ich bin immer noch sehr bullish. Alles unfassbar. Stellt euch vor, das ganze Schulsystem, auch später Wahlen, Identität, das ganze Geldsystem, wie man Geld hin und her transferiert, alles wird auf Cardano aufgebaut. Es ist unfassbar. In Afrika sind 1 Milliarde Menschen. Und jetzt gerade hat Cardano noch nicht mal ein funktionierendes Produkt. Wenn das ausgerollt wird und das benutzt wird von 1 Milliarde Menschen, dann, ey, wir werden in ein paar Jahren sagen, oh, habe ich das verpasst? Und jetzt spreche ich drüber. Ja, meine Freunde, das Video kommt gleich nochmal zur finanziellen Intelligenz. Nur mal so nebenbei hier, Polygon, habe ich euch gesagt, bekomme ich bei Celsius 13,99, also 14% Zinsen. Ist in der letzten Woche 150% hochgegangen. Das heißt, wenn ihr da vor einer Woche Geld reingesteckt habt, bekommt ihr jetzt praktisch nicht 14% Zinsen, sondern das 2,5-fache. Richtig krass. Jeden Tag passiert sowas. Für alle, die noch überlegen, ob sie das Matrix- oder Maximum-Prinzip buchen sollen, jetzt könnt ihr über den Link in meiner Bio euch die Free-Tour anschauen und mit dem Code FUCKDOWN 30% euch sichern. So, meine Freunde, das Video ist online. Richtig geil. Jetzt unbedingt direkt gucken und in einer Stunde kommt das nächste Video. Ich bin gerade am Schneiden. Ich werde es rechtzeitig schaffen. Guckt jetzt erstmal das Video, ist richtig geil und unbedingt teilen. Also wer es jetzt nach diesem Video noch nicht verstanden hat, dann kann ich auch nichts mehr sagen, okay? Also richtig geil, noch viel mehr Content drin als im ersten Video. Deswegen guckt es unbedingt und teilt es auch überall, okay? Ich melde mich gleich wieder, wenn das nächste Video online ist. So, meine Freunde, das Video ist online, guckt es unbedingt. Und richtig geiles Video. Jetzt muss ich noch einige von euch anschreiben. Wird wahrscheinlich wieder eine lange Nacht. Ich habe heute viel gemacht, 2 Videos gedreht, hier rechts, links Sport gemacht und alles Mögliche. Und jetzt werde ich euch anschreiben. Das dauert wahrscheinlich jetzt noch 2-3 Stunden. Aber Handy anmachen. Kann sein, dass eine Nachricht von mir kommt.